Kinder. Oh, wir waren gestern Abend wirklich noch unsere Barbara-Zweige holen. Die stehen jetzt in der Küche, aber da ist heute so kalt drin für uns. Da wollten wir nicht so gerne hin. Habt ihr denn das Rätsel von gestern gelöst? Wie ging das denn weiter? Leise rieselt der Schnee und dann kommt still und starr ruht der See. Prima, gut. Naja, du als Ente musst dich mit zugefrorenen Seen ja auch auskennen, oder? Ja, klar. Aber hier bei dir ist viel wärmer. Das würde ich ja dann doch stark hoffen, dass es hier wärmer ist. Und Kinder, oh, wir haben gehört, morgen kommt der Nikolaus. Wir müssen unbedingt gleich noch gehen, Schuhe putzen. Aber die haben gesagt, man braucht dafür einen Stiefel. Und wir haben doch gar keine Stiefel. Weder der Elchi noch der Kurt noch ich. Was machen wir denn jetzt da? Wir können nachher den Heiko fragen, ob ihr seine Stiefel haben dürft. A, müsst die bestimmt mal wieder geputzt werden. Und B, passt da ziemlich viel rein. Oh ja, wir fragen gleich mal den Heiko, ob wir das haben dürfen. Ui, ui, jetzt müssen wir nur noch Schuhe putzen. Guck mal. Oh, die sind schön und groß. Und auch dreckig. Super. Du Heiko, dürfen wir die Schuhe haben für den Nikolaus morgen? Nein, ist meine Schuhe. Nikolaus bringen. Nicht weinen. Wir finden ein anderes Paar Schuhe. Bestimmt noch eins da. Oh, warte mal, guck mal. Das ist doch gut. Das ist aber blaugrün. Ja, da sieht der Nikolaus auch viel, viel besser, dass da die Schuhe, dass da das Geschenk rein muss. Das bürsten wir noch ein bisschen und stellen es vor die Tür. Und dann ist morgen bestimmt was drin. Meinst du? Ja, na klar. So. Wir gehen jetzt schlafen und warten auf den Nikolaus. Aber erst haben wir noch ein Rätsel für euch. Wer hat Äpfel, Mandeln und Nüsse im Gepäck und auch manch anderes Weihnachtsgebäck? Er kommt am 6. im letzten Monat vorbei und hat für die Kinder etwas dabei. Ist auch ganz einfach, oder? Bis morgen dann.